Angel, Angel! Du musst jetzt aufpassen, weil das Boot dreht jetzt. Leute, wir haben es versaut. Wir haben es komplett versaut. Seemeilen nach Indonesien. Sehr spannend auf jeden Fall, was uns da erwartet. Ich pack es nicht. Oh mein Gott. Ey, ich könnte heulen, so schön ist das. Wir haben ein Riesenproblem. Was ist da drinnen? Begleite uns auf dieser Segelreise von Polynesien nach Indonesien. Nonstop, einmal um ein Viertel unseres Planeten. Guten Morgen zu Tag 12 der Pazifiküberquerung. Wir sind mega schnell unterwegs. Ja, wir haben hier so eine Strömung, die uns hier drückt. Das ist, glaube ich, schon die Äquatorialströmung. Deswegen sind wir auch sauschnell. Wir hatten gerade einen neuen Knotenschnitt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr zuvorkommend. Bin gespannt auf unser heutiges Ebmal. Gestern hatten wir irgendwie 180er Ebmal, ja, oder so. Und halt, der Wind ist zwar gut, aber er ist nicht ausreichend, um das rechtfertigen würde, dass wir so schnell sind. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ist aber wirklich die perfekten Bedingungen, man schläft mega gut. Ja. Es ist sau entspannt, man hat jetzt hier nicht extrem viel Wind im Gesicht und so. Man kann hier echt entspannt sitzen und so. Also besser geht's nicht. Und jetzt scheint uns hier die Sonne ins Gesicht. Es sind immer noch fast keine Wolken am Himmel. Heute ist mal so ein bisschen diesiger, aber ich glaube, es verschwindet jetzt auch bald. Heute kommen wir auch noch an ein paar Inseln vorbei. Ich weiß nicht, ob wir sie sehen werden. Ich habe gerade mal geschaut, die sind nur so 10 Meter hoch oder so. Also wahrscheinlich werden wir sie nicht sehen. Und die sind jetzt noch so 60 Seemeilen entfernt. Phoenix-Inseln heißen sie. Wir kommen, glaube ich, nicht nah genug dann vorbei, dass wir sie sehen werden. Ja. Aber es ist ganz schön zu wissen, dass da Inseln sind. Ja. Und wir müssen auch noch von letzter Nacht erzählen, denn da ist was wirklich, wirklich Magisches passiert und was man nicht oft hat, was super einzigartig ist. Und zwar, ich war in der Koje am Schlafen und, beziehungsweise nicht am Schlafen, ich lag noch wach und habe auf einmal so Ploppen und so Schlagen gehört und so einfach außergewöhnliche Geräusche und habe dann mal rausgeschaut und dann habe ich schon Tim vorne am Bug gesehen. Und ich stand am Bug und habe die Delfine beobachtet, die ums Boot rumgeschwommen sind. Und man muss sich das so vorstellen, es ist Nacht, alles ist schwarz, man sieht gerade so das Wasser und halt überall die Sterne und durchs Wasser schießen die Delfine und man sieht sie nur, weil das Plankton so leuchtet. Und das leuchtet halt dann alles auf und die Delfine leuchten, man sieht richtig die Umrisse der Delfine. Das sieht völlig verrückt aus. Und die ziehen dann so einen Schweif hinter sich her und der halt leuchtet. Und das war sehr besonders, weil das richtig viele Delfine waren. Es waren erstens sehr viele und irgendwie außergewöhnlich kleine, aber das können wir auch nicht so genau sagen, weil man sie eben eigentlich nicht gesehen hat. Man sieht nur den Umriss oder den Schweif, den sie da sich herziehen. Aber wirklich sehr verrückt. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal auf der ganzen Reise, dass wir das erst sehen. Also wirklich eine sehr besondere Fügung, so wenn Delfine und fluoreszierendes Plankton zusammenkommen. Das sieht einfach magisch aus. Ja. Man kann es leider nicht filmen, dazu leuchtet es zu schwach. Ja. Das ist nur so ein ganz leichtes Glimmen, würde ich sagen. Aber es schaut so unfassbar aus. Sehr dankbar, dass man das hier so erleben darf. Das hat man gestern nochmal echt sehr gewertschätzt. War ein sehr schöner Moment, ja. Mal schauen, was der heutige Tag so bringt. Ich hoffe einen Fisch. Wir haben nämlich gestern unser letztes Stück Tuna gegessen. Das wäre gut, wenn wir heute mal wieder was fangen. Aber ansonsten glaube ich, wird der Tag relativ entspannt. Ja. Aber noch gut so. Der Wind passt, er wird so bleiben. Wir können ihn hinsetzen und den Tag genießen. Ja, ja, sehr entspannt. Ich glaube erstmal Frühstücken. Ja. Irgendwas essen. Und eincremen. Ich spüre jetzt schon den Sonnenbrand in meinem Gesicht. So, die Angel raus jetzt. Da sieht man den Schnitt. Ja,
gerade 8,7. 8,9. Unser Boot sind gerade ganz viele Vögel und es ist echt ein Schauspiel, wie die da ins Wasser stürzen und Fische fangen. Anscheinend geht hier gerade ziemlich was ab im Wasser. Ich denke mal, hier sind ein paar große Raubfische und irgendwelche Baitballs, also solche Schwärme von kleinen Fischen, und die großen Raubfische jagen die wahrscheinlich und schrecken die auf, und die Vögel nutzen das aus und fangen dann alles, was irgendwie aus dem Wasser springt oder was die Fische zusammentreiben. Sehr beeindruckend, also wirklich extrem viele Vögel gerade, die hier von Seite zu Seite schwirren und anscheinend den Fischschwärmen folgen. Ist auch immer ein ganz gutes Zeichen für alle Angler, in diesem Fall für uns. Also könnte sein, dass wir heute noch was rausziehen. Wäre ganz cool. Aber auch die Vögel nur zu beobachten bei ihrer Jagd ist echt mega spannend. Und ganz schön, auch mal was anderes zu sehen als nur Wasser. Ein paar andere Kollegen hier draußen. Auch bei so einer Überfahrt. Ab einer gewissen Zeit ist hier überall so eine richtige Salzkruste drauf. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich streiche drüber und es ist einfach, an meiner Hand klebt das Salz. Das ist jetzt eigentlich am ganzen Boot so. Überall auf dem Deck bappt hier das Salz. Und das ist vor allem für so Edelstahlteile, die fangen dann den Flugrost auf und fangen dann so leicht das Rosten an. Nicht schlimm, aber manche Teile muss man dann doch sauer machen. Heute gibt es zum Mittag mal was Warmes. Es gibt eine kleine Suppe, Karotten- und Kartoffelsuppe. Ich glaube, wird ganz lecker. Essen ist fertig. Nice. Das ist doch schön. Danke fürs Kochen. Gerne. Die Suppe war sehr lecker und jetzt genieße ich gerade hier, dass es mal schattig ist im Cockpit. Ich habe mich heute, glaube ich, ein bisschen verbrannt. Ich fühle mich überall sehr rot und heiß. Ist echt krass, trotz 50er Sonnencreme jeden Tag zweimal einschmieren eigentlich, wenn man hier einfach zu lange in der Sonne ist. Zu lang heißt ein, zwei Stunden einfach mal dauerhaft in der Sonne sitzen, dann wird man rot. Drum ist es gerade ganz, ganz gut, hier mal raus aus der Sonne zu sein. Und sonst ist heute irgendwie ein sehr ruhiger Tag, ist eigentlich nichts passiert. Einmal hatten wir kurz einen Ratterer, die Angel hat einmal kurz gerattert und ein Fisch war dran, aber nach 5 Sekunden wieder ab. Also der hat nicht richtig gebissen. Sonst sehr ereignislos, oder? Ja, man nennt den Pazifik nicht ohne Grund den ruhigen Ozean. Oder so ist er auf jeden Fall bekannt unter den Seglern. Ja. Sehr, sehr entspannt. Ja. Der Tag heute war eigentlich genau gleich wie gestern. Ja. Es war der gleiche Tag. Könnte man jetzt nicht auseinanderhalten. Aber so ist es, die werden immer mehr miteinander verschwimmen, diese Tage hier. Ja. Dafür geht die Zeit aber dann auch schnell rum, wenn die Tage so ineinander verschwimmen, finde ich.
Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, welcher Tag. Also, ja, ich weiß, es ist Tag 12 auf See, aber manchmal muss man sich schon sehr daran erinnern. So, oh, was war gestern? Naja. So ist es. Das, was mich hier auch echt immer durch den Tag bringt oder den Tag eigentlich angenehm macht, sind Bücher. Das ist einfach, ich lese gerade so ein super kompliziertes Buch, was sehr anspruchsvoll ist. Gerne. Angel, Angel! Dicker Fisch! Schade. Vom Haken ab. War zu viel Spannung drauf. Sau geil aus. 25 Seemeilen in die Richtung liegt eine Insel, ein Atoll. Man kann es nicht sehen, es ist zu weit weg. Schade eigentlich. Ich glaube auch, dass deshalb hier so viele Vögel sind. Die kommen halt sicher von dem Atoll und auch noch zwei oder drei andere kleine Inseln. Das sind so richtige Vogelbrutstätten. Auffallend schon den ganzen Tag jetzt. Ja. Wir haben auch noch gerade den Motor laufen. Vielleicht hört man es im Hintergrund wegen der Batteriespannung. Wir werden jetzt hier zum Abend nochmal die Batterien komplett voll machen. Das hat Solar heute nicht geschafft über den Tag hinaus. Dann gehen wir mit vollen Batterien in die Nacht und müssen uns da keine Sorgen machen. Das Indiz mit den Vögeln, dass hier Fische sind, ist tatsächlich gar nicht so unwahr. Wir hatten nämlich einen Fastbiss gerade. Also ein Fisch relativ klein, könnte ein Tuna gewesen sein, zweimal über unseren Köder gesprungen und einmal hat er auch so ein bisschen dran geknabbert. Also einmal war kurz Spannung auf der Leine, aber wahrscheinlich hat er gecheckt, dass es nicht so schmackhaft ist. Ja, lassen wir es doch. Edelstahlhaken dran ist. Ja. Jetzt lassen wir es auf jeden Fall noch draußen. Die Sonne ist gerade am Untergehen, aber das ist immer eine gar nicht so schlechte Zeit. Also morgens und abends ist eine relativ aktive Zeit. Das wäre jetzt auch richtig, richtig cool, wenn wir heute noch einen rausziehen. Es ist passiert! Fischi ist dran, Fischi ist fett. Ja, fall nicht rein, Vince. Du musst jetzt aufpassen, weil das Boot dreht jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben Ball gedreht, damit wir nicht so viel Fahrt machen und wir uns jetzt konzentrieren können. Der kommt, der Giganten! Am Boot oder was? Oh Gott, ey. Ah, der Köder lebt noch. Ah, nice. Ja, ist gut, dass er ab ist. Okay, oh, Gottes Willen. Ich will nicht wissen, was wir da gerade dran hatten. Dem Köder geht's gut, der Fisch ist ab, aber die Angel ist gebrochen. Oh Gott. Adrenalin-Pumping. Leute, wir haben es versaut. Wir haben es komplett versaut. Zum Glück geht es dem Fisch gut. Zum Glück hat der Fisch das überlebt.
Aber unsere Angel hat es nicht überlebt. Und ich hatte war nahe eines Nervenzusammenbruchs, als ich da vorne stand. Auf einmal geht dieses Ding los. Ich hab zu Tim nur noch geschrien, Tim, hol ein Messer, hol ein Messer, hol ein Messer. Ich kann den nicht halten, ich könnte nichts machen. Der hat losgedrückt. Ja, einmal crackt die Angel. Und danach sagt mir Tim, warum die Angel nicht crackt. Ja, und zwar... Ja, der Fisch hat sich einmal ist um unser Ding geschwommen, bei unserem Boot durch. Und dann ist da verheddert. Ich hatte aber eingekuppelt, damit wir gegen den Wind halten können, weil sonst war der Fisch wirklich überhaupt nicht zu halten. Und es hat sich natürlich hat sich die Angelleine um die Welle und um die Motorwelle, um die Schraube gewickelt. Und es war nicht der Fisch, der da mit, weiß ich nicht, wie viel Kraft dran gezogen hat. Sondern es war der 180 PS Volvo, der die Angel zerbrochen hat. Ja, und ich dachte, ich habe hier einen Haifisch an der Angel. Alter, auf einmal bricht das Ding. Ich habe wirklich Panik gehabt, dass ich da jetzt gleich über Bord gehe und das Ding zieht mir in die Tiefe. Ja. Fuck. Ja, meine Güte, wir haben es echt komplett in die Hose versemmelt, Leute. So macht man es nicht. So macht man es nicht. Und jetzt ist die schöne Angel kaputt. Eieiei. Ach, Leute. Was ein Tag. Was ein Ende von dem Tag. Wie kann es eigentlich sein, dass die Angel das dem nicht standgehalten hat, aber die Schnur schon? Die Schnur ist 1,7 mm. Ich glaube, das heißt, dass wir eine zu starke Schnur auf der Angel drauf haben. Jetzt haben wir eine Angelschnur im Prop und keinen Fisch. Und eine kaputte Angel. Ja, wie wir die Angelschnur rauskriegen, da machen wir uns morgen drüber Gedanken. Ja. Das machen wir heute nicht mehr. Die Sonne ist schon runtergegangen. Es wäre viel zu gefährlich, jetzt ins Wasser zu gehen. Weiter nicht dramatisch, wir segeln weiter. Die Segel sind alle unten, damit wir uns um den Fisch kümmern konnten. Heißt, wir ziehen die Segel jetzt gleich wieder hoch und segeln weiter. Fallen Soldier, unsere Angel. Unsere Angel. Ja, echt schade um dieses Unglück, aber sollte vielleicht einfach nicht sein. Vielleicht war der Fisch auch einfach zu groß für uns und das hätten wir dann mit so einem großen Fisch anstellen sollen. Also passt schon so, der Fisch ist frei. Die Leine machen wir morgen. Also wir lösen sie morgen von der Welle. Wie wir das genau anstellen, müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß es jetzt gerade echt noch nicht. Aber wenn du das nicht verpassen willst, das siehst du nämlich in 2 Tagen, dann abonniere den Kanal und schalte wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Auf jeden Fall wichtig, da keinen Fehler zu machen. Boah, schon ein bisschen sketchy hier mit der Welle und so. Hoffentlich kann er die Leine entwirren, hoffentlich ist die nicht so ganz krass verknotet.